Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Flix is Online. Ihr seht schon, wir sind gerade bei der Felicity. Sorry, ich muss gerade die Tür zumachen. Ja, also wir sind hier wieder mal bei der Felicity. Das heißt ja, ich auch wieder mal sind bei der Felicity. Ja, die hat ja ihr Pferd mit dem Pferdproblem und genau da machen wir weiter. Wie geht's nochmal, Breeze? Summerbreeze will immer noch nicht alleine trinken oder fressen. Kannst du noch mal mit der Tierärztin sprechen? Du kannst den Transporter zu Steve's Farm benutzen, wenn du glaubst, dass das schneller geht. Es geht deutlich schneller, Felicity. Und gestern hat es noch irgendwie viel mehr XP gegeben. Lol. Jona, hat irgendjemand eine Quest für uns? Oh mein Gott. Nee, doch nicht. Ich hatte da gerade schon so eine Hoffnung. Wo reiche ich denn hin? Ja, also ich wollte mich jetzt in diesem Video wirklich auf die Felicity konzentrieren. Ach ja, stimmt, die Frau Moors. Die Frau Packard. Ach, bei den Frauen hier im Spiel haben, glaube ich, halt ein ziemliches Durcheinander. Also Frau Packard, Frau Moors und so. Ist verwirrend. Ja. Und bekommen nicht mal den Transport gratis. Und sie hat uns das auch nur vorgeschlagen. Naja. Da. Wie geht's, Summer Breeze? Gut, dass du gekommen bist. Ich habe meine alten Dokumenten noch einmal gelesen. Okay. Wie ich bereits gesagt habe, habe ich ein paar alte Bücher und Aufzeichnungen gestöbert. Und ich habe ein paar Fälle gefunden, die unserem Fall sehr ähneln. Es könnte alles sein. Beim gewöhnlichen Fieber angefangen, bis zu etwas viel Schlimmeren. Wir sollten Felicity aber nicht unnötig beunruhigen. Oder was glaubst du? Ich weiß ja nicht. Mama. Wie auch immer, vor ein paar Jahren hatte ich einen ähnlichen Fall. Ich habe damals keine Lösung finden können, deswegen bin ich jetzt auch nicht viel schlauer. Ich habe allerdings eine Idee, was man machen könnte. Sehr schön. Das ist ein Tinker. Mama. Ich habe den Tinker nie so gern. Es gibt eine spezielle Kur mit Gebräu, dass man Pferden mit ungewöhnlichen Symptomen verabreichen kann. Ich kann nicht garantieren, dass es hilft, aber es ist ein Versuch wert. Willst du mir dabei helfen? Ja, will ich. Du bist spitz. Ich brauche Hilfe, um all die Zutaten für Summer Breeze's Kur zu sammeln. Es ist eine sehr zeitaufwendige Unterfahrung. Ich muss zu Felicity und Summer Breeze, um etwas genauere Untersuchungen anstellen zu können. Wenn es viel experiment. Ich habe mit Elizabeth in Welle gesprochen. Sie ist wahnsinnig gut, darin Kuren zu mischen. Wir möchten gern, dass du uns dabei hilfst, einen besonderen Apfel zu finden. Wenn Sesame Rodero Apfel ist, dann flippe ich aus. Wenn du ihn bekommen hast, kannst du ihn zu ihr bringen. Warst du schon mal im Apfelhain auf der anderen Seite des Dornfelsen? Man sagt, dass dort in jede Ernte ein Apfel kommt. Deine goldene Schale hat reite los und finden sie sie nach. Die Zeit ist der Schlüssel. Jetzt müssen wir noch wissen, wo der Dorn rein ist. Auf der. Ach. In Richtung Figgrove. Ja, okay, dann reiten wir da mal hin. Ja, Leute. Wir machen jetzt mal. Ach, ich höre da gerade so ein. Ich weiß auch nicht, so ein. In meinem Ohr. Das ist nicht so angenehm. So. Ja,
Dann ist Dandal, 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 Dandal. Dandal. Noch mal zum Schauen, welche Quests haben wir denn alles? Perfekt, bei der Brücke. Ich hab's nicht so gern, wenn das Ding da hier so durch die Gegend leuchtet. Hoppala. Digga, nee, was läuft? Level 15 gleich. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Ich bin sowas von Level besessen, kann man das schon sagen. Aber, hey Leute, ich kann irgendwie nicht anders. Ich kann schwer, ich bin hier schon mal durchgegangen. Bei dem Wanderritt an einem hohen Tafel. An wie auch immer es heißt. Ach, sind wir schon da? Ist ja schön. Ach, nee, hier. Ah, ich geschickt. Okay. Hier müsste aber jetzt einmal sein. Ach, hier. Ja, was geht's auch hier? Oh mein Gott, ist der groß. Oh mein Gott, ist der groß. Wie kommen wir? Okay, nee, nach Veilale. Ich lasse mich schnell abholen. Dann sind wir in der Anfeld-Provinz im Yorkshire. Und danach, können wir uns nach Veilale bringen lassen. Geht, glaube ich, ein bisschen schneller, wenn ich das... Ja, circa eine Minute sparen wir sicher. Nee, oh. Das nervt mich so. Das nervt mich, Leute. Das nervt mich einfach nur. Da kann man da auch nicht zu sagen. Das ist unerträglich, wenn ich da einfach nicht drüber springen kann. Schau, so funktioniert's. Und jetzt. Und nee. Okay, aber damit kann man jetzt wirklich nicht rechnen. Okay. Ja, und hier funktioniert's. Bei den anderen? Nee. Okay, Veilale. Na dann. Da sind wir in Veilale. Ich finde den Veilale echt schön. Ah, Dino Tal, hallo. Ja, ich weiß nicht, dazu Elizabeth, und Avalon oder die Avalon oder wie auch immer. Aber ich will mich kurz das anschauen werden, um genau zu sein. Ich überlege mir, ob ich mir jetzt kaufen werde. Also ich schwank zwischen diesem hier und dem Fiori aus der App oder dem Grauen aus Dandal. Nee, obwohl die hier Feminido. Nee, okay, der hier wird sicher nicht. Ich kann mich aber noch nicht entscheiden. Ja, okay, so wie jetzt zumindest. Steinkreis, hallo. Hihihi, hallo, hallo. Ich war's. Ele. Hallo Marianne. Oh, du hast den Apfel gefunden. Ich habe von der Tierärztin erfahren, dass du herkommen willst. Ich werde die Kur mit dem Apfel als Grundlage zubereiten. Morgen werde ich deine Hilfe nochmal brauchen, da ich zwei weitere Zutaten benötigen werde. Ich muss jetzt mit dem Brauen anfangen, da es ein wenig Zeit braucht. Vielleicht möchte, dass du weißt, dass ich dir sehr dankbar für deine Hilfe in dieser schwierigen Zeit bin. Ist, oder wie auch immer. Also hier haben wir jetzt ja keine Quest hier in Veilale. Oder zumindest nicht, dass ich das sehen kann. Oder. Sorry Leute, aber ich muss schnell zu einem Steinkreis gehen. Die Runensteine, hallo. Ich bin nicht auf diesen Runenstein.
Spirale. Spirale. Spirale halten. Man muss ja nicht direkt auf dem Steinteil bleiben. So, Seitenraum verschmelzen, alles ist chill und immer in Bewegung. Ja, sorry, eigentlich wollte ich nach Figgolf gehen und das mit der Frau Packard noch regeln. Aber ich muss das hier kurz sehen. Ich finde sie irgendwie so hübsch. Wo sind wir eigentlich? Was, Nee, ah. Okay, was soll's? Was soll's? Ich würde eigentlich sehen, wo wir auf der Karte dann sind. Okay, was soll's? Dann lassen wir uns jetzt nach Figgolf bringen. Ach, ich bin mir mein. Das soll jetzt nicht sehr verliebt klingen, aber meine letzte Folge oder vorletzte. Ich glaube, es war die vorletzte. Als ich zu den Ruinen gegangen bin, das war wirklich so ein rührender Moment, das muss ich mir auch nochmal ansehen. Ja, okay, Figure of. Ja, wir schnell gehen. Ich finde es schade, dass man sich da konsumieren verdienen kann oder sich kein Pferd für Jorvik schön kaufen kann. So finde ich jetzt ein bisschen schade, dass man die die Jorvik-Schillinge nicht gegen Sarkons antauschen kann. Ich meine, wenn man dann irgendwie so 3000 Jorvik-Schillinge, nee, 10.000 hat und dann sich immer so sagt, ja, was soll ich jetzt damit machen? Ich hätte es lieber in Sarkons, dann kann ich es auf ein Pferd sparen. Ja, dann geht es gar nicht. So. Der Clash Royale ist runter von dir. Wackel du. Okay, Frau Packard. Ich habe gerade noch an dich gedacht, während ich die Torte mit Eis und Beeren ausstatte. Kannst du runter zu Andy reiten und ihn fragen, ob er mit Kaffee trinken will? Ja, für 20 XP. Ja, lol. So, wenn ich ihn bin. Lala. Fährt zu bleiben, diesmal habe ich kurz weggeschaut. So, runter zum Andy gehen. Ja, Leute. Ich glaube nicht mehr lang, dann können wir ins Inutal. Oder ich hoffe zumindest. Und nach Dr. Golden Valley. Weil, das weiß ich jetzt schon seit langer Zeit, bevor ich YouTuber wurde, bevor ich, ja, okay, einfach seit dem Punkt, an dem ich gewusst habe, ich sende, gibt es nur New Hillcrest, wusste ich, dass es deshalb Level 16 gibt. Oh, Omas Pfannkuchen dort ist das leckeste auf der Welt. Ich habe leider gerade keine Zeit, aber heb mir ein Stück auf, okay. Sehr viel müssen wir jetzt zu der Frau Packard. Braucht man ja nur 3 Pferde hier in Sasek. Natürlich das Anfangspferd, nur mit dem kann man noch mal hoch, ja. Hoppala, 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 hoppala. Pony für das Ponyrennen. Und kältebeständiges. Oh, den kältebeständiges Pony. Aber gibt's das überhaupt? Lab nehmen sie nicht. Ich glaube zumindest nicht. Ja, okay, vielleicht werden doch irgendwie so andere Ponys. Also irgendwie Isländer oder Fjordis als Ponys gezählt. Ah, okay, wir müssen gleich mal rein. Das sieht lecker aus. Arme Andy. Eine Pfannkuchentorte ist nämlich sein Lieblingsessen. Wir müssen die Maschik aufheben. Nach der ganzen Arbeit haben wir uns eine Kaffeepause verdient.
Oder nicht. Mariana setzt sich und hau rein. Ja, super. Essen. Essen und die Frau Packard schaut noch so auf die Uhr. Wann geht sie endlich? Oh, wie peinlich. Ich habe meinen Tischmanieren ganz vergessen. Ja. Was für ein schöner Tag das gewesen ist, Mariana. Andy tut mir ein wenig leid, ab, da er nicht dabei sein konnte. Hast du Lust, ihm ein Stück Torte zu bringen? Ja, für... Oh mein Gott, noch 95 XP. Der Hut des Kochs, sehr schön. Ja, für 95 XP tue ich's. Ich meine, 95 XP ist einfach schon unnormal. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, wo es noch mehr als Quests gibt. Ich hoffe, so inständig, dass jetzt nicht wieder so eine Zeit kommt, wo ich nur an meinem Beruf arbeiten kann, weil irgendwie so ein, zwei Tage, das hat mich voll genervt. Da konnte ich einfach nur so an meinem Beruf arbeiten. Und Leute, ich sage, das ist dann nicht funny. Okay, was sonst? Wer weiß, wer kann in genau diesem Moment jemand die New York Quest machen? Oder in genau diesem Moment geht jemand durch die Pforte ins Dino-Tal. Oder in genau diesem Moment schließt jemand das Tor nach Golden Valley auf. Oder in genau diesem Moment zeigt jemand den GD-Arbeitern das Dokument, dass sie nach Dandal können. Hey. Oder in genau diesem Moment zerstören sie die GD. Und wie schön, dass ich auch ein Stück bekomme, das ich. Okay, was soll ich? Danke euch. Eine tolle Kochjacke. Ich habe eine alte Kappe, die dazu passen würde. Hier, nimm sie. Mein Kopf ist sowieso zu groß dafür. Jetzt esse ich Torte. Ja, 95 XP. Okay, wo gibt es denn noch alles Quests? Also wirklich nach offiziellem Standard kann man sagen. Also hier ist Zeit. Hier ist Zeit. Okay, dann habe ich fast nur noch die super Leute. Super duper. Dann lasse ich mich gleich abholen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.